sie kennen, ist Geschichte. Wie weit würdest du gehen, um sie zurückzubringen? Shepard hat einen Krieg begonnen, aber nur wir kannten die Wahrheit. Nikolai, wir müssen Soap hier rausholen. Da, ich kenne da einen Raum. Die Lage bei New York. Die russischen Störsender haben unsere Luftunterstützung lahmgelegt. Solange sie die Lufthoheit haben, haben wir keine Chance. Wir dürfen New York nicht verlieren. Sind in dem Gebiet Spezialeinheiten, die wir abberufen können. Bei Bennett Field ist ein Team der Delta Force. Rufzeichen Metal. Overlord, Metal 01 am anderen Ende. Hier Sandman. Bestätige den Assistenzeinsatz. Over. Gut, Sie auf unserer Seite zu haben, Sandman. Die Russen blockieren mit elektronischen Gegenmaßnahmen unsere Kommunikations- und Lenksysteme. Der primäre Mast befindet sich oben auf der Börse und Ihr Team soll ihn zerstören. Er sendet auf allen Frequenzen, also gibt es bis zur Zerstörung keinen Funk. Ich habe Einheiten am Boden, die Sie hinbringen. Over. Alles klar, packen wir es an. So, nach 20 Minuten gefühlten Stillschweigen können wir euch dann nun endlich auch mal begrüßen. Willkommen zu Call of Duty Modern Warfare 3. Hallöchen! Ja, gerade haben wir schon ein paar Szenen aus den ersten beiden Reihen gesehen. Nochmal eine Zusammenfassung, wie es Soap ging, wie sie sich kennengelernt haben, Soap und Price. Und jetzt geht's auch endlich mit der Action los. Jo, wir befinden uns... Möchte ich mal nicht ins Wort fallen. Wir befinden uns in New York, und zwar haben die Russen eigentlich die Stadt fast gänzlich unter Kontrolle. Wir müssen uns Rom begeben, wie schon vorher im Prolog erwähnt, und den Turm oben zerstören, sodass sie uns nicht mehr orten können. An die Mission erinnere ich mich noch eigentlich ganz gut. Einige sind mir wieder ein bisschen schleierhaft, wenn ich da ein bisschen weiter nachdenke. Irgendwann wollte ich sagen. Ja, die Map, die dann später hier aus dem... beziehungsweise in den Multiplayer übernommen wurde, Downturn, ist eigentlich eine der schwächsten Maps im Multiplayer, was ich schade finde, weil hier hätte man viel mehr draus machen können, weil in diesem Singleplayer an sich finde ich die Map sehr, sehr geil gemacht. Ja, auf jeden Fall.
Wobei mich jetzt, fangen wir wieder einmal mit der Kritik an, ne? Haha, vom Multiplayer-Modus vor allem. Da fand ich, was willst du denn? Da fand ich bei MW2 eigentlich diesen Modern-Effekt besser umgesetzt. Wir hatten da mit High-Rise eine sehr schöne mit Terminal. Mhm. Und wenn wir jetzt hier, muss ich ganz ehrlich sagen, so mal die Multiplayer-Maps anschauen mit Hardhead, so eine Ölraffinerie, glaube ich, soll das darstellen. Mhm. Oder generell so eine Baustelle. Oder was haben wir noch? Dome zum Beispiel. Ja. Da finde ich zum Beispiel bei, wie gesagt, bei MW2 diesen Modern-Effekt halt durch diesen Gebäudekampf bei High-Rise oder diesen das Flugzeugterminal schon besser umgesetzt. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich weiß nicht, ob ich es bei meiner Aufnahme im MW erwähnt habe. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall finde ich den Multiplayer bei MW2 besser, vor allem auch wegen den Maps. Spontan fallen mir eigentlich nur 4 Maps ein, die mir nicht gefallen, beziehungsweise die ich gar nicht spiele oder ungern spiele. Bei MW ist es, bei MW3 ist es fast gefühlt die Hälfte. Da haben sie sich, weiß ich nicht, also schlecht sind sie nicht, aber sind auch nicht diese Wow-Maps, weißt du, die einen so packen wie High-Rise, Skid Row oder was weiß ich noch für Maps. Ah, das ist schön. Die hatten hier aber viel Potenzial. Zum Beispiel jetzt, wie ich auch erwähnt habe, mit dieser Map jetzt an der Börse. Da hätte ich mir eher so einen Kampf an der Börse da vorgestellt, weißt du? So eher auf Nahkampf und nicht dieses große hier durch den Untergrund gelaufe da. Ja. Fand ich ein bisschen schwach gemacht. Ja, laufen wir mal weiter hier. Genau wie vorher. Ich muss mich jetzt wieder ein bisschen reinspielen. Ich weiß nicht. Mhm. Ich komme mir gerade ein bisschen failhaft vor. Das wird schon. Wir haben ja auch in den anderen Projekten gefailt, ne? Ja, wir haben noch nicht bei F1, bei MW2. Nee, gar nicht, gar. Vorstoßen, sagst du, dann machen wir Sand, ne? Ja gut, die ersten Missionen müssten ja eigentlich auch gehen. Wenn man sich da nicht allzu dumm anstellt. Was ich eigentlich kann, also von daher, würde mich nicht wundern, wenn ich hier sterbe. Ja, dann stirbst du nun mal endlich, wollte ich gar nicht fragen. Wird echt mal Zeit, ne? Mhm. Lange nicht mehr passiert. Ich lebe schon viel zu lange. Wo bist denn du? Wo bist du? So, vorsichtig. Was? Wo schießt der denn auf mich? Geh in Deckung. Bitte. Da hab ich dann wieder. Mal Kamikaze. Was? Mal Kamikaze-Style reinjumpen. Ja. Und was getötet werden. Ja. Aber noch schön. Ja, Hybridvisier haben wir hier auch. Kann man auch im Multiplayer nutzen. Ich persönlich mach's nicht. Ist aber jetzt auch keine so verkehrte Aufsatz. Ich meine, hast jetzt 2 verschiedene Visiere damit. Richtig. Also ich finde das auch nicht schlecht. Wenn die Gegner in weiter Entfernung anschießen, du gehst vor. Dann. Ja. Dann kannst du vor allem auch, weißt du, mit dem Sturmgewehr oder so auf weite Distanz kämpfen. Ist auch nicht gar nicht so verkehrt. Aber wie gesagt, ich finde es jetzt hier nicht nötig. Nein, hier sowieso nicht, das ist klar. Ja, Blendgranate wäre für ihn. Ich glaube, im Gegensatz zu den anderen MWs gibt es hier kein Tutorial in dem Sinne, ne, am Anfang. Nee. Weil bei den anderen muss man ein Parcours da durchlaufen. Ja, und auch um die Schwierigkeit festzulegen, hier wählt man sie ja sofort am Anfang. Genau. So, jetzt kommt. Das ist auch irgendwo ein bisschen paradox. Den Singleplayer haben sie in dem Sinne jetzt nicht einsteigerfreundlich gemacht, um es mal so zu sagen. Den Multiplayer im Gegensatz dazu schon. Aber gut. Ja, aber, ne? Das ist kein Kritik am Singleplayer. Genau. Also, der Singleplayer hat mir hier von der Story her sehr gut gefallen. Kann ich ja mal sagen. Auf jeden Fall. Da muss ich auch persönlich sagen, geilster Singleplayer von der Modern Warfare Serie. Hier muss man ein bisschen aufpassen durch die Glasdinger, dass man da nicht getroffen wird, aber du rotzt da schön in die Menge rein, so muss das. Klar, so, ne, immer schön. Ich kann ja auch mal hier wie angefordert eine Splittergranate da hinwerfen. Mhm. Oh. Ich hasse Granaten, das ist... Aber in MW2, glaube ich, auch gesehen, diese Granaten, also das ist nicht so der Freund von dem. Ja. Jetzt tube ich jetzt, da tappt er davon. Wow, jetzt tubt er. Ja, und der tubt sehr skillerhaft. Ja, ich bin da nicht so der Pro drin, Entschuldigung. Ich kann mir gut rausreden. Ich hab kein
keine Lust mehr. Stürmen wir jetzt hin und Messer die Geronimo. Oh. Ja, hallo. Wow. Schieß, 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 schieß. Yes, yes. Yes, erste Mission, er ist tot. Yes, yes. Da haben wir's. Ich glaube, wir müssen hier so einen Death-Counter einbauen. Wer von uns stirbt ja meistens in diesem Let's Play? Bin schon mal gespannt. Da haben wir es vorher noch gesagt, erste Mission sollte nicht so viel schief gehen. Das hast du passiert. Gesagt, also ich wusste natürlich. Oh, genau. Schön. Wofür soll ich denn Granaten werfen? Ja, vielleicht einfach, weil du sie mal dann geworfen hast. Kannst du so von dir behaupten, ich ja? Ich hab so, die da alle Granaten kommen. Ich meine, ich hab da hingezogen, die dürfen gar nicht mehr leben. Ist halt der Nachschub, haben sich schnell geteilt. Ja, Zellteilung kurz gemacht, bevor sie reinrennen, ne? Ja. Oder den. Hallo? Hallo? Da ist er. Darf ich jetzt? Sieht gut aus. Puff, tot. Ja, ist so. Lol. Komm da denn wieder her? Sandman, ich vertraue dir. Bist. Kämpfen sich zur Börse vor. Jetzt, genau. Jetzt oh, Born, Entschuldigung. Ja. Und was ich noch weiß, hier hat man so ein cooles Gerät bekommen. Der Gerät? Wo man Gegner abballern konnte, war ziemlich cool. Jetzt glaube ich, kommt sogar die Stelle schon. Ja, dafür muss ich erstmal hinkommen. Genau. Aber erstmal dich gehen. Schön. Nehmen wir mal hier diese Straßenerhebung. Kennen wir ja, also das so sieht die Straße überall aus. Finde ich jetzt, den Krieg merkt man hier jetzt nicht so. Autsch. Dann mal hier gut reinhauen, mal eine Runde, einmal eine gute Runde reinhauen. Ach, im Memorial-Gebäude im Norden, okay. Schauen wir doch mal. Boah, also einmal sterben reicht hier, glaube ich. Na komm, einmal packst du noch. Soll ich noch? Mhm. Aber die arme, schöne Stadt, ey, guck dir das an. Scheiß drauf. Aber ich finde, wie gesagt, also die Straßen, da haben sie nicht viel mit so gemacht. Die sehen nicht auch so aus. Ich finde das Memorial-Gebäude viel zerstörter. Guck dir mal die Statue da vorne an. Die ist ja total kaputt. Nee, also da hatten sie zu viel Respekt vor. Das wollen sie nicht kaputt machen. Nein, nein, nein. Das ist das Memorial-Gebäude. Die Russen, wir lassen das mal leben. Genau. Okay. Oh, Memorial-Gebäude. Ja. Ihr das Memorial. Ich hasse Granaten wie die Pest. Du kannst sie auch zurückwerfen. Was war's das sein hier? Geht weg, ich möchte dahin. Geht weg, ich möchte dahin, hab ich gesagt. Das war ein Fehler. Hallo? Dass du jetzt noch lebst, ne? Hammer, ne? Wunder, ja. Sorry. Ja, ich war's. Sandman, ich hasse dich! Du hast mich nicht gut gedeckt! Gelangen sie zum Dach der Börse. Ja, wie schaut denn der Aktienkurs halt aus? So, also. Okay, ach, Entschuldigung, genau. Ich möchte meine Ruhe haben, wenn ich hier meine Anlagen sicher... Aggressive Aktienhändler, hier. Hier, nehmen Sie meine Aktien. Nein, geht weg. Gehen Sie weg. Aber die Passage war hier sehr, sehr geil gemacht, weil die Börse hier auch originalgetreu nachgebaut wurde. Fand ich sehr, sehr cool. Ja, da haben sie sich mal übergegeben, ja auch mit dem... Hier schon gesagt, weißt, dass sie real nachbauen. Weißt du, hier hätte ich die Multiplayer-Map gerne gesehen. Auf dem Parkett. Ja, das war nicht ganz so gut. Mhm. Ich meine, wenn man schon das Arcaden kopiert, dann finde ich das auch nicht schlimm, wenn man jetzt hier auch... Ach, die Börse noch in den Multiplayer mit reinnimmt. Ja, möchte ich noch jemand anschießen? Hier ist heute Tag der offenen Anschießung. Haha.
Tage der offenen Anschießung, okay. Ja, hast du schon mal wenigstens einen Namen für diesen Part? Ja, Tag der... Ich habe keine Muni mehr. Gib mir mal hier die AK-47. Oder, ja, AK-47. Ja, ist ja die typische Waffe, ne? Die Gegner haben. Na gut, als Russen müssen sie sowas auch haben. Bitte? Als Russen müssen sie diese Waffe auch haben. Ja. Ja. Oh, der ist tot. Er dachte sich so, oh, er kommt auf mich zu, ich schieß mal lieber nicht. So. Rest Gesundheit. Ich hab Angst. Lässt alle vor. Nö, die gehen ja nicht vor, da kennen die ja nix. So, dann rennen wir auch mal kurz hier rüber. Jumpen auf die Leiter. Da oben, glaube ich, hat uns gleich was erwartet. Ach nee, jetzt machen wir doch keine Angst. Ich meine, ja. Ja, da oben sind nochmal Gegner. Mhm. Also, glaube ich. Ja, die kommen schon. Bist du sicher? Kommen schon alle. Wie die Geier stürzen sie sich auf uns, weil die wussten natürlich, dass wir jetzt die Leiter hochkommen. Sandman, ach du, ach klar, wolltest du auch mal kommen? Ja, ist ja lieb von dir, Mensch. Ich hätte auch alleine gemacht, aber jetzt, wenn du schon mal kommst, kannst du halt ja mal mithelfen. Außerdem ist auf diese Teammates auch gar kein Verlass. Der ist ja natürlich etwas gewollt, dass man selber, ne? Ja, aber trotzdem kann ich... Da hier den Kriegshelden spielt, was? Ich kann ja wohl erwarten, dass man hier, mir wenigstens ein bisschen, Deckung gibt, weißt du? Ja, aber Kevin, dafür sind sie halt nicht verpflichtet, ne? Nee, die so, ja, Frost, ja, ja, stirb ruhig. Wir hassen dich. Vielleicht bist du ja der Leader von der ganzen Armee, da von daher musst du vorgehen. Wieder ein Granatchen, ne? Ja, Granate. Nochmal hoch. Ich stehe auf Granaten, Alter. Death Counter counts the second death. Ja, der erste Death erst. Das geht ja. The second death. In second heißt zweiter. Ach, Gemisch. Schön. Mensch. Nein, das ist der erste Tod. Der andere zählt nicht, weil, ist so. Okay. Fingerfertigkeit wäre ganz praktisch. Der lädt ja nach wie so ein Opfer. Wie so ein Opfer im Zweiten Weltkrieg. Ach nein, ich hasse Granaten. Oh, der war nice. Hm. Muss ich mir mal loben. Sonst kannst du hier die Ladung anbringen und da Dinge in die Luft jagen. Hier ist da irgendwo. Oh. Oh, ja, sehr schön. Nein! Third Death! Oh nein. Und weil es so schön war und weil wir nochmal die Leiter sehen wollten hier, den Aufgang nach oben, geht sie nochmal kurz aufs Dach. Ja, schöne Leiter, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, die kann man sich ruhig nochmal anschauen. Ja. Ich bin auch eigentlich nochmal versucht, nochmal zu sterben. Mhm. Ja, immer mit der Ruhe, Süßer. Immer mit der Ruhe. Steh doch mal auf. Steh doch mal auf. Zeig mal dein Köpfchen. Köpfchen. Meins. Oh, ich nehme da schon wieder eine Granate. Irgendwie spackt das eh nicht von uns beiden, beziehungsweise von einem von uns. Ich war gerade weg. Mein Bild ist verzögert. Halt mich auf dem Laufenden. Ich bin gerade schon wieder tot. Really? Nein. Ja, doch. Echt? Ja, habe ich mir ein bisschen doof angestellt jetzt. Yeah. Oh, das vierte Mal im Prolog. Also sehr nein. Also im... Wir wollen den Störsender nicht kaputt machen. Nein, da könnt ihr noch aufs Memorial-Gebäude fahren. Genau, und die Statue zerstören. Weil ich bin ja eigentlich da. Ich müsste hier vielleicht ein bisschen ruhiger spielen, dann müsste ich vorne reinrennen. Jetzt, so, du bist ein Hitzkopf. Du machst das viel zu schnell. Frost, denk ja nicht an die Stromversorgung.
Ja, komm du erstmal hier hin und dann reden wir weiter, Süßer. Wo sind denn da? Da kommen sie, die Schweine, ne? Ja, ja, von wieder Bild, oh mein Gott. Echt? Den fünften Tod? Nein, ja, ja! Nein, fünfter Tod! So. Hoch hier ein Ding. Hallo. Oh, Feuerwehr. Ich müsste darüber, schade, ich komme gerade nicht hin. Ich kann leider nicht auf mich fallen. Kann man sich die mischen, wo man sich von den Dächern schießen musste oder so? Ich höre gerade hier so ein paar Funk. Ja, jetzt habe ich das 3 Minuten innehalten, oder was? Hm. Ach ja, die Predator. Oh, die Predator. Oh, scheiße. Ja, dann darf ich da mal, was ist denn das? Die 4? Ja, die 4. Jupp. Dann putz sie mal weg. Wenn ihr doch auch im Multiplayer so schön ständen, ne? Ja. Dass man erstmal noch warten kann, bis man die abschießt. Mhm. Heli? Okay. Ha, du Arschloch-Heli. Ziel erfüllt. Ich würde uns ja weiter helfen, aber ich darf nicht. Evakuierung. Hallo. Ja, ich gehe als erster. Hallo. Da siehst du auf das Ansim G. Und die ganzen Jungs da vom Dach rotzen. Ja, ja. Ja, sterb, Schweine. Das war nichts. Ein Zielteam, da ist nichts. Kommandochef an. Unterstützen wir den Hafen von New York. Habe verstanden. Ja, wir haben verstanden. 01, schieß einfach die Häuser kaputt. Das ist ja. Scheiße. Mann. Feindlicher Flieger. Dranbleiben. Genau, dranbleiben. Schieß den russischen Heli ab. Gib mein Bestes. Der Junge. Ach, und hier kommt die Kollision, glaube ich, ne? Weiß nicht. Ich hatte den gerade eigentlich. Sehr gut. Wir haben sie wohl verloren. Ja, und jetzt kommt der, glaube ich, sofort vor. Ja, leider. Genau. Fallen wir jetzt auch immer so richtig hoch? Ja eben, irgendwie kollidieren die jetzt miteinander. Können wir auch noch mal gucken. Ich feuer doch! Ich glaube, der stürzt dann auf uns ab oder so. Mehr als Feuer kann ich nicht. Doch. Aua! Oh, ja, wenn er da runterfällt, dann lass er erstmal ein schönes Leben gehabt. Wow. Es hilft mir auch keiner. Nö, der hängt aus dem Fenster. Aus dem Fenster, aber aus dem Medi, ne? Der kriegt das schon hin. Hauptsache, er schwingt sich nochmal ins MG. Mhm. Zur Not. Ist jetzt wichtig. Ja. Na, haben wir mal Glück gehabt. Overlord hier 01, sind unterwegs zum Hafen. Over. Over. Da standen 01, der Himmel ist frei. Viel Glück, Ende. Ende.